Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Jokecraft und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge eurer Einsendung. Denn was es heute gibt, das ist eine Minecraft-Map, die ihr wahrscheinlich so noch nie gesehen haben werdet. Das hier sind keine Mods. Das hier sind keine Plugins. Das hier ist eine Vanilla-Minecraft-Map, basierend auf einer Einsendung, die wir vor einigen Jahren uns mal angesehen hatten. Dort hatten wir die Möglichkeit, hier so einen Zug zu sehen und what? Es gibt Passagiere, es gibt Menschen und alles. Es ist der reine Wahnsinn. Man kann tatsächlich auch in den Zug dann später reingehen. Geht das echt? Kann ich auch reingehen? Kann ich mich hinsetzen? Gibt's das denn? Da können wir mit dem Zug sogar mitfahren. Ihr hört die richtigen Geräusche. Und wir kannten den Zug von früher, den haben wir früher mal tatsächlich gesehen. So, und das funktioniert tatsächlich. Und die Entwickler dieser Einsendung haben etwas komplett Verrücktes erschaffen. Während ich hier mit dem Zug fahre, können wir mal ganz kurz, also offiziell sagen, herzlich willkommen zu Folge 1089 eurer Einsendung. Heute gibt es Bayville, eine realistische Minecraft-Stadt von ganz, ganz vielen Leuten, die es gebaut haben. Ihr findet in der Videobeschreibung einen Download-Link, sowie auch die Informationen. Schau mir... Ich krieg gerade eine Vermahnung? You don't have a valid ticket. 60 Emeralds, fine. Ich musste gerade 60 Emeralds bezahlen, weil mein Ticket nicht gültig war. Oh, ich habe vergessen, mein Ticket abzustempeln. Das ist doof. Aber habt ihr gerade den Kontrolleur gesehen, der da tatsächlich durchgegangen ist? Und wenn ihr denkt, das ist alles, wenn ihr denkt, die Einsendung besteht hier nur aus einem Zug, Es ist nicht in Worte zu fassen, was hier für eine detaillierte Einsendung ist. Ich weiß auch gar nicht, ob wir es schaffen werden, in einem Video uns alles anzugucken. Wir haben gerade gehört, wo wir aussteigen werden. Das heißt, die nächste Station steht kurz bevor. Und hier befinden wir uns wahrscheinlich im Farming District. Also die Stadt ist in mehrere Gebiete unterteilt. Wir werden jetzt hier aussteigen und ihr seht, es fahren sogar Autos herum, es laufen NPCs herum. Ich habe gesehen, dass es sogar Fahrradfahrer gibt und das ist alles nur mittels Command-Blöcken realisiert. Guck, die gehen jetzt automatisch zum Ausgang. Ich gehe jetzt auch raus aus dem Zug, ich habe nicht Lust, nochmal Geld zu bezahlen. So, die steigen alle ein. Wir hören das Geräusch, dass die Türen gleich zugehen. Aber wahrscheinlich nur drin, oder? Und der Zug fährt ab. Und auch die Signallichter und alles funktioniert. Also die sind auch richtig. Ne? Also der Zug ist jetzt über das grüne Signallicht gefahren, das ist jetzt rot geworden. Das heißt, wenn wir mal zum Beispiel jetzt hier vorne gucken, dann sehen wir, hier ist ein grünes Signal. Der Zug kommt und sobald der Zug über das Signal fährt, wird automatisch das Ganze rot sein. Und guckt euch das mal an, ich kann eine Uhr nehmen und ich sehe da unten 9.15 Uhr. Das heißt, es gibt hier eine feste Zeit. Das heißt, in dieser Map hat alles einen festen zeitlichen Ablauf. Und mal gucken, ob wir den Zug erwischen. Ah, der ist schon mittlerweile unsichtbar geworden. Naja, okay, das ist nämlich die schwierige Sache. Sobald man zu weit weg von den Dingern geht, verschwinden die Dinger einfach. Das ist natürlich, um Performance zu optimieren. Ihr seht, sobald ich mich hier dem Bereich nähere, laden die Sachen. Dann noch mehr Details. Wenn ich hier stehe, dann hält der LKW vor mir an und müsste anfangen, auch mich gleich anzuhupen, wenn ich etwas länger hier rumstehe. Lalalala. Ich protestiere. Ich finde, dass in Minecraft die Blöcke alle rund sein sollten. Und deshalb werde ich mich jetzt auf... Ja, ist ja gut, okay. Ist ja gut. Oh mein Gott, ist der Müllwagen. Das ist natürlich super wichtig. Was, der holt den Müll auch... Ich kann nicht mehr. Leute, das... Ey! Fahrerflucht! Also, das ist ein Level an Details, das ist echt Wahnsinn. Und ihr seht quasi, es gibt sogar hier einen Bus, der fährt um 16 Uhr ab. Mal gucken, wir gehen einfach mal weiter. Es gibt auch tatsächlich einen Bus, mit dem man dann fahren kann. So, wir befinden uns hier in einem Farming District. Ganz, ganz viele Sachen sind animiert. Ganz, ganz viele Dinge funktionieren und wir werden jetzt mal ein bisschen so die Stadt erkunden. Aber ich würde sagen, ich warte mal eben auf den Bus. Ja, okay, alles klar. Danke für die Info. Ich habe mich mal gerade noch ein bisschen mit dem Farmer hier unterhalten und er meinte, während ich auf den Bus warte, soll ich doch viel mehr zu Jills Café gehen. Und der Farmer hat, by the way, auch eine Aufgabe, die man machen kann. Das heißt, hier ist ein kleines Minigame. Man kann den Farmer ansprechen, dann fragt er dich, ob man helfen soll, irgendwie rote Äpfel zu nehmen. Dann kann man die Äpfel dem Farmer bringen und kann sich ein bisschen Geld verdienen. Ich habe aber genug Geld, deshalb gehe ich jetzt hier über diesen Fahrradweg und hier fahren auch ab und zu Fahrräder vorbei in Jills Café. Und ich bin gespannt, was mich hier erwarten wird. Oh ja, das ist nämlich sehr cool. Man sieht immer, sobald man... Oh, das Ambiente. Boah, ist das gut gemacht. Ich hätte gerne ein Coffee, please. Oh my goodness, es gibt sogar einen echten Kaffee. Also wirklich einen richtigen Kaffee, den ich hier trinken kann. Und da sieht man die Fahrradfahrer im Hintergrund. Seht ihr das? Es ist doch keine normale Minecraft-Map hier, Leute. Das ist... Ich habe sowas noch nie in dem Detaillierungsgrad gesehen. Ich weiß, dass ich damals schon von dem Zug ganz fasziniert war, als der mir gezeigt worden ist. Aber das hier übertrifft ja nochmal bei weitem alles, was ich so bis jetzt gesehen habe. So, was sagt denn die Uhr? Tick-Tack.
Noch ist unser Bus nicht da, der uns in die Stadt bringt. Wir können auch mit dem Zug in die Stadt fahren. Wir gucken mal hier, was mit den Fahrrädern los ist. Die fahren hier runter. Und ich hatte da vorne was gesehen. Und zwar hier scheint es wohl irgendwie auch noch ein Café zu geben. Aber das hat wohl, hat es offen? Oh. Oh, es ist ein richtiges Restaurant, oder? Choose a table and sit down. The waiter will take your order. Okay, dann, ich setze mich mal hier ans Fenster. Wie cool. So, kann ich mich hinsetzen? Nein, ich kann mich hier nicht hinsetzen. Hallo? Hallo? Wie? Bin ich zu arm? Kann ich es mir nicht leisten? Oder muss ich im Adventure-Modus sein dafür, dass es funktioniert? Nein. Das finde ich aber keinen guten Service. Okay, ja, offensichtlich kann ich mit dieser Kleidung hier nicht essen gehen. Ist ja gut, einverstanden. Ja, dann mache ich wieder das, was ich die ganze Zeit mache. Ich warte weiterhin auf den Bus. So, meine Güte. Hello. What? Was? Wie, die NPCs reden? Wait, what? Die reden? Hello. Oh, what? Das ist so crazy. Das ist so crazy. Ich kaufe jetzt einen Hotdog. Oh, es gibt sogar richtiges Hotdog. Und einen Kaffee und alles. Es ist so insane. Autos bleiben sogar stehen, wenn man vor ihnen steht. So, ich warte immer noch auf den Bus. Während ich auf den Bus warte, meine Damen und Herren. Habt ihr auch schon mal 6 Stunden auf den Bus gewartet? Jetzt habe ich es mal gemacht. Wollte ich schon immer machen. Bus-Wartesimulator 2000. Kann man sich jetzt im Einzelhandel kaufen. Ist sehr realistisch tatsächlich. Gebt doch gerne mal dem Video einen Daumen hoch, wenn euch dieses Warten gefällt. Oh, der Bus ist da. Ja, ich, wie geht das jetzt hier? Drop Ticket hier. Okay, mein Ticket wurde jetzt entwertet. Und ich kann mich hinsetzen, oder wie? Ja, wie geht das jetzt? Oh, ich sitze. Es funktioniert. Wie crazy ist das denn bitte? Wir fahren literally mit dem Bus gerade in Minecraft. Und ich habe gerade mein Ticket im Bus entwertet. Und wir können jetzt mit dem Bus quasi... Guck mal, der bleibt hier auch an dieser Haltestelle stehen. Auch hier ist eine Bushaltestelle, nicht wahr? Oder warum bleibt der Bus stehen? Guck mal, ihr seht sogar auch von... Das ist die Buslinie 200... Was? Ich kann es gerade nicht lesen. 253... Der fährt von A nach B, aber irgendwie fährt mein Bus nicht mehr weiter. Oh nein, hat mein Bus einfach eine Panne? Direkt am ersten Tag? Nein! Bus, warum fährst du nicht? Bus? 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 Warum? Warum? Warum bist du nicht weitergefahren? Okay, wir müssen uns irgendwie einen anderen Weg in die Stadt suchen. Können wir GTA machen? Warte mal, vielleicht können wir GTA-Modus machen. GTA-Modus ist aktiviert. Einfach quasi zu einem Auto gehen. Das ist doch da so immer. Und so, stopp. Hallo, ich würde gerne einsteigen. Würde ich... Ah, okay, GTA-Modus funktioniert nicht. Stattdessen wird man hier eher überfahren. Okay, dann fliegen wir einfach mit dem Creative. Beziehungsweise es gibt tatsächlich einen Flughafen irgendwo. Was ist das hier? Das sieht mir ganz, ganz verdächtig nach einem Zoo aus. Kann ich in den Zoo so richtig reingehen? Bavel Zoo, Opening Hours. Okay, der müsste noch da sein. Hi, Servus. Ich hätte gerne ein Zoo-Ticket. Klar, würde ich kaufen. Wunderbar. Have a nice day. Und ich kann reingehen in den Zoo. Und ach du Scheibenkleister, guckt euch den Detaillierungsgrad an. Ich habe noch nie etwas so Crazyes gesehen, dass du so viele Details hast in Minecraft. Die ganzen Ziegen und die Sachen. Aber auch die ganzen... Oh, guckt euch das an, die ganzen NPCs, die hier rumlaufen. Hi. Arrogant. Was haben wir denn hier? Ja, wir haben Tiere zu bestaunen. Es ist so unfassbar gut gemacht. Wir haben auch ein paar kleine Witzbolde hier am Start. Okay, das sieht sehr nice gemacht aus. Ein Park und ein Aquarium gibt es auch noch hier zu bestaunen. Ach, hier geht's ins Aquarium rein, oder? Nein. Nein, wie? Oh, oh. Ich glaube, das, was gerade passiert ist, hätte nicht passieren dürfen, oder? Ich wurde eingesperrt im Zoo. Nein. Nein, werde ich jetzt die Nacht hier verbringen müssen? Ich komme doch raus, oder? Ich komme doch definitiv raus, oder? Ich komme doch raus, oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Aber irgendwo muss ich doch bleiben, Mann, das gibt's doch nicht. Ich muss irgendwie in die Stadt kommen. Ich fliege jetzt einfach weiter. Wir fliegen, bis wir dann endlich angekommen sind in der eigentlichen Stadt. Es gibt sogar eine Tankstelle. Oh, wie cool ist das denn hier? Ja! Ja! Nein! Warum geht das nicht? Bitte! Bitte, funktionieren! Ich will mit dem Auto fahren. Achso, Charge Car. Warte mal. Stopp, warte mal. Das ist ein Elektrolader. Oh Gott. Warte, ich brauche ein Auto. Ich will ein Auto haben.
Wo kriege ich ein Auto her? Ich muss mal kurz eben rausfinden, wo man ein Auto herbekommt. Das klingt gut. Ein Car-Dealership. Ja, wunderbar. Ja, wundervoll. Sehr schön. Ich kann es mir nicht leisten. Ich kann mir kein Auto leisten. Ich hab nur 685 Geld und ich brauche 2400 Geld. Oh, wenn man doch irgendwie, keine Ahnung, es wäre so schön, wenn man irgendwie was dagegen machen könnte. Ich meine, es wäre doch so, oh, ich habe genug Geld, um mir ein Auto zu leisten. Ja, das ist ja wunderbar. Ja, dann lass uns mal gucken, was für ein Auto wir nehmen. Wir nehmen Cabrio, ne? So ein richtig schönes Cabrio. Die kosten auch viel mehr, ne? 3200. Was haben wir? Elektriker. Ich nehme Elektrik-Auto. So, purchase successful. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt wie? Kann ich damit jetzt einfach losdüsen oder wie? Hä? Oder ist das meins hier? Ist das meins? Kann ich damit fahren? Sit in the car. Press V to accelerate and S to brake the car. Right click the steering wheel to use the horn. Speed levels 1 bis 20, 40, 30. Drive to gas. Drop fuel can be for... Okay. Aber wie kann ich mich denn jetzt reinsetzen in ein Auto? Kann ich mich einfach so da reinsetzen hier? Per Rechtsklick? Oh, nein. Ich finde es lustig, dass mein elektrisches Auto einfach mal gerade ein Anlassergeräusch hatte. Es ist natürlich nur ein Soundgenerator. Okay, ich kann mit dem Auto fahren. Und ich habe noch genug Fuel im Auto. Ja. Sehr schön. Fühlt sich wie im echten Leben an. Genauso fahr... Also fahre ich natürlich im echten Leben nicht. Hä? Rechts vor links? Also wirklich. Wunderbar. Ich glaube, ich habe gut geparkt. So, wir sind angekommen bei der Town Hall. Hier hat alles begonnen. Hier kann man sich auch über die gesamte Map ein bisschen informieren und ein bisschen schauen, was es hier alles gibt. Und hier sehen wir quasi die ganzen Bereiche. Wir haben unterschiedliche Distrikte, also Stadtbereiche. Staven, Merling, wir haben Greenfoot. Da waren wir vorhin, da waren wir auch essen gegangen. Und wir kommen aus Edone, da kann man sogar Skifahren gehen. Und das hier ist Bayville, so heißt die Hauptstadt hier. Es ist 21.15 Uhr. Man kann in dieser Stadt quasi tatsächlich leveln. Also die Idee ist so ein bisschen, dass man das wie ein echtes Leben spielt. Also ihr könnt diese Map nicht nur erkunden, sondern wirklich spielen. Ihr könnt hier einen Job annehmen. Arbeiten, ihr habt feste Arbeitszeiten, kriegt dann quasi Sachen, Geld und könnt euch dann irgendwann Sachen kaufen, wie zum Beispiel wunderbare Eiscreme, die ihr essen könnt. Ach Mann, ist das so nice. Ihr spielt das natürlich im Adventure-Modus. Und ihr könnt zum Beispiel auch Häuser kaufen. Bam! Bam! Pass auf, wir packen unser Auto mal da eben schnell. Wir haben uns mal eben gerade ein Haus gekauft. Das ist so unfassbar cool. Wie gesagt, normalerweise müsste man jetzt unfassbar lange arbeiten, bis man sich ein Haus mieten kann, aber egal. Wir haben es ja. So, wo möchte ich gerne sitzen? Mein Auto ist gut geparkt. Alles gut, das passt schon. So, wunderbar. Genau, Soundgenerator. Hallo? Okay, läuft irgendwie. So, wir fahren jetzt hier entlang zu unserem neuen Haus, dass wir uns direkt hier gekauft haben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und rein da. Perfekt. Kann ich die Garage öffnen? Stopp. Ja, passt. Ja, doch. Ist gut geparkt, würde ich sagen. Ja, kann man mitleben. Kann ich die Garage öffnen? Ja, offensichtlich. Das ist kein gutes Haus. Ich kann es noch nicht mal öffnen, das Haus. Hallo? Es war ein Haus? Hallo? Einbruch. Offensichtlich. Sellhaus. Ich will es nicht mehr haben. Ich verkauf's. Wie? Was ist denn das für ein Haus? Also, Scam würde ich mal sagen. Ich brauche ein besseres Haus. Wir schauen uns mal weiter um, was es hier gibt. Da, kann man dieses Haus kaufen? Das ist bestimmt auch schön. For sale. Doppelhaushälfte. Hier, ich habe ja Geld. Oh, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das Haus gehört mir deshalb noch nicht, weil ich hätte das hier zu Town Hall packen müssen. Das heißt, ich hätte quasi, oh mein Gott, es ist wie im echten Leben, ne? Es ist Meldeformular A38, das muss ich zu Town Hall bringen. Bring it to the Registration Office. So, mal gucken, wo ist das denn? Registration Room, okay, Mayor. A Registration Office. So, okay, perfekt. So, wupp. Und. Oh, wie cool.
Die arbeitet sogar richtig gerade am Computer. Oh, jetzt! Jetzt own ich das Haus. Jetzt own ich das Haus. Ihr wisst, was das bedeutet, Leute. Einmal umparken, bitte. Also wir setzen uns jetzt in unser wunderschönes Elektroauto. Den ich auch gar nicht gegen die Wand gefahren habe. Nein, gar kein Problem. Kriegen wir hin. Der Nachbar, der verzeiht mir das schon mit der Gecke. Okay, wunderbar. Und los geht's. Ja, komm. So, wunderbar. Kann ich den auch zu Hause direkt laden? Habe ich gleich eine Ladesäule? Ich weiß es nicht. So, wir gehen mal hier hin und stopp. Kann ich jetzt auch die Garage öffnen? Jetzt kann ich die Garage öffnen. Ja, wunderbar. Und wahrscheinlich kann ich jetzt auch die Tür öffnen, nehme ich mal an, oder? Ja, wie cool das gemacht ist. Ich habe sogar eine Nintendo Switch und einen Flachbildschirm. So nice. Das heißt, ich kann mich jetzt erstmal ganz entspannt hinlegen und schlafen gehen im Kinderzimmer, da wo ich hingehöre. Und am nächsten Tag schauen wir uns mal an, was wir als nächstes erkunden werden hier in dieser Stadt. Wir können jetzt so ein richtiges Leben hier führen, Leute. Es ist gar nicht mal mehr so, dass wir einfach nur noch Minecraft irgendwie haben, sondern wir spielen einfach gerade Real-Life-Simulator. Ne? Also, keine Ahnung, was ist der Goal des Spiels? Kann man die Stromleitung berühren? Oh, ich bin jetzt schon in Versuchung. Ich bin super in Versuchung, einmal zu gucken, ob das gefährlich ist. Nö, oder? Ist das nicht gefährlich, oder? Hi. Hallo. Kann ich das berühren? Ist das gefährlich? Hallo, Strom. Oder ist der Strom aus? Also hier scheint wohl was zu passieren. Ich sehe auf jeden Fall hier Funkenpartikel, aber scheint glücklicherweise nicht so gefährlich zu sein. Oh, ein Freizeitpark. Es gibt einen Freizeitpark. Ich könnte mit dem Auto jetzt dahin fahren, aber ich bin so frei. Oh, was ist das? Ein Hotel Diamant. Ja, ich habe zwar ein Haus, aber ich check lieber ein Hotel ein. Warum nicht? Ich will das Hotel mir mal angucken. Das fasziniert mich. Das sieht irgendwie schick aus. Ich will da rein. Okay, hallo, liebes Hotel. Ist jemand zu Hause? Nein, niemand da? Niemand? Gar niemand? Oder bin ich irgendwie... Es ist so leer hier. Hallo? 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 Guten Tag? Na nix. Kein Hotel. Ja, dann Freizeitpark. Okay. Babel Festival. Das ist gar kein Freizeitpark. Das ist ein Festival. Get Fair Coins. Oh! Oh, ist geladen! Oh, das ist so cool. Auch das Lag-Management hier ist unfassbar gut gemacht. So, hier Candy. Hier kann ich Sachen kaufen. Okay, verstehe. Was haben wir hier Schönes? Ich gehe hier rein. Genau. Nein! Eine Bratwurst mit Semmel! Oh! Und Heuberadler! Ja! Da ist ja Bier, bitte! Nein! Ist das gut gemacht! Nein, ist das gut gemacht! Oktoberfest einfach, Leute! Oh ja! Ride of Jazz Hellfire! Insert one coin. Achso, die Coins muss man ja irgendwo kaufen. Ne? Wo konnte man noch die Coins kaufen? War das hier? Ah! Ach, man geht hier hin. Okay, hier kann ich die kaufen, die Fair Coins. Verstehe. So, jetzt habe ich ein paar. Drop a Fair Coin on a bumper car. Das heißt quasi hier, wupp, wirft man das hin und jetzt ist es quasi unlocked und jetzt kann ich damit rum. Oh, ist das cool gemacht. Oh, wie genial. Okay, das muss ich mir für den Freizeitpark klauen, die Idee. Ganz simpel. Das ist eine so unfassbar einfache Idee und trotzdem so geniale Idee. Das ist so eine einfach geniale Idee. Einfach Boote auf Eis nutzen, umtexturieren und so. Das kann man ja heutzutage. Das könnte man sogar mit Block-Displays noch krasser umtexturieren. Super starke Idee. So, und es gibt noch viel mehr, was man Schönes machen kann, ne? Balls. Ist das hier kostenlos? Echt? Oh, das ist schwer. Yo, wie cool das gemacht ist. Was haben wir hier Schönes? Ring the ball, get the hammer. Okay, get the hammer. Wo ist der Hammer denn? Get the hammer. Oh, ich habe einen Hammer bekommen. Okay, und? 5. 3. 4. 4. Ja, 3 bis 4. Und? Yo! Ist das cool gemacht. Oh, ist das stark gemacht. Ist das stark gemacht. Die sind noch closed. Okay, einige Rides sind wahrscheinlich noch nicht da und funktionieren noch nicht. Sau stark. Was für ein cooles Festival. Leute, wir machen zwei Teile draus. Das ist einfach mal Babel. Eine sowas von cool moderne Stadt. In der nächsten Folge schauen wir uns mal ein bisschen den anderen Teil von Babel an. Und ich bin echt gespannt, was da noch kommen wird. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.